Dann fangen wir doch mal mit einer kleinen Taktikaufgabe an. Weiß zieht und gewinnt. Schwarz hat gerade auf Turm, auf G2 mit dem Turm rausgenommen. Die weiße Dame hängt. Naja, und wenn die weiße Dame zurückzieht, dann steht Schwarz sozusagen mittendrin im weißen Lager und alles ist gut auf der schwarzen Seite, weil auch die bedrohliche weiße Dame aus der Nähe des schwarzen Königs entfernt ist. Insofern muss der Weiße hier was Entscheidendes finden oder er hat ein Riesenproblem. Okay, Weiß, das Ex-Weltmeister Rustam Kasimtschanow, der hatte hier was vorbereitet. Kannst mal gucken, ob du das auch findest. Das Ganze ist Teil des Bundesliga-Matches des FC Bayern gegen die OSG Baden-Baden und das wurde zu einer Sensation, denn die Bayern haben die übermächtige OSG Baden-Baden geschlagen und damit die deutsche Meisterschaft wieder richtig spannend gemacht. Es sind jetzt drei Mannschaften fast gleich auf an der Tabellenspitze vor den letzten drei Spieltagen. Die Baden-Badener, die Hockenheimer und die Deizisauer. Und das ist unter anderem der Sensation zu verdanken, dass Bayern München die Baden-Badener geschlagen hat. Dabei sah es gar nicht danach aus. Denn die Badener gingen schnell in Führung, denn Rustam Kasimtschanow, der spielt bei denen irgendwo, ich weiß gar nicht, am sechsten, fünften Brett, gewann sehr, sehr schnell seine Partie gegen Linus Johansson. Und zwar aus dieser Stellung. Weiß nimmt auf F7 raus. Und egal, was Schwarz jetzt macht, Schwarz ist verloren. Der Johansson gab an dieser Stelle auf, weil zum Beispiel, wenn er den Läufer nimmt, kommt F schlecht E, Doppelschach, so. Turm und der Bauer, muss der König ziehen. Nehmen wir hier raus und sagen Matt. Im Läufer F7 ist kein Kraut gewachsen. Gucken wir uns schnell an, wie es dahin gekommen ist. Na, das dauert zu lange. So. Französische Verteidigung. Vorstoßvariante. C5, C3, Dame B6, soweit alles normal. Hier gibt's A3 ist ein weißer Zug. Der B4 vorbereitet Springer, F3 ist der andere. Wir wollen nicht groß die Öffnungstheorie einsteigen. Springer H6. Der möchte natürlich nach F5 gehen. Und hier, die schwarzen Kräfte sind ja schon gegen den Bauern D4, gegen sozusagen die Basis der Bauernkette, eine sehr kleine Bauernkette aus zwei Bauern aufgestellt. Und Springer F5 würde den Druck gegen D4 noch weiter erhöhen. Für Weiß ist es trotzdem ein bisschen eine Gretchenfrage, was an dieser Stelle zu tun ist. Nehme ich den Springer auf H6 raus oder nehme ich ihn nicht raus? So einen Läufer gibt man ja immer nicht so gerne. Außerdem ist das hier mit einem Bauernopfer verbunden, denn Schwarz kann ja, bevor er den Läufer rausnimmt, auf B2 zwischentauschen. Oder was heißt zwischentauschen? Zwischennehmen. Jetzt hängt der Turm auf A1. Es gäbe hier noch für Weiß den Zwischenzugläufer schlecht G7. Aber der ist nicht so toll, dann wird der schwarze Läufer nur aktiv. Dies ist sogar schon etwas besser für Schwarz. Insofern ist der richtige Zug, den Kasimtschanow hier auch spielt, Springer BD2. Und dann nimmt Schwarz auf H6 raus. Und dieser Doppelbauer, der ja ein bisschen hässlich aussieht, dieser isolierte Doppelbauer auf der H-Linie, der ist gar nicht so schlimm, denn dafür hat Schwarz das Läuferpaar, hat unter Umständen sogar die offene G-Linie. Und der schwarzfältige Läufer, den der Weiße einerseits ein bisschen als Verteidiger seiner schwarzen Felder hier braucht, der aber auch als Angriffsfigur am Königsflügel wichtig werden kann, der ist vom Brett, das ist dem Schwarzen auch sehr recht. 0-0. Noch ein Bauernopfer. Schwarz kann hier auf D4 nehmen. Es ist aber riskant. Oder sagen wir, es gilt als riskant. Der normale weiße Weg, auch da gibt es Alternativen, ist Turm B1. Nach Springer E2, Dame E2.
kann sich Weiß sogar nochmal bedienen, Schwarz sogar nochmal bedienen auf A2. Das gilt dann allerdings wirklich als kritisch. Denn nach Dame B5 Schach, Läufer D7, Dame B7, hat Weiß schon eine schöne Initiative. Der schwarze König steht eben noch einsam im Zentrum, und der schwarze Damenflügel ist sperrangelweit offen. Und da kriegt der Schwarze Schwierigkeiten. Den Turm zieht, stellt sich der Weiße auf der C-Linie dagegen. Dann ist dieser Verteidiger des Königs sozusagen auch eliminiert und Schwarz kommt in Schwierigkeiten. Insofern wäre es an dieser Stelle dann, wenn man schon sich dieses auf dieses Abspiel einlässt, auf D4 nimmt, dann sollte man an dieser Stelle Dame A3 ziehen. Das hat unter anderem den Hintergrund, dass in dieser Stellung dann eben nicht Turm C1 geht, was wir eben gesehen haben. Wenn wir das vergleichen mit der Stellung von eben, ist Turm C1 stark und eliminiert diesen Verteidiger. Hier geht Turm C1 nicht, weil eben die Dame das Feld C1 bestreicht. Das ist ein Grund, warum man den A2-Bauern nicht nehmen sollte. Okay, mit diesem Feuer spielen wollte der Linus Johansson nicht. Er hat hier Läufer D7 gespielt und erstmal geguckt, dass er sich ein bisschen entwickelt. Es wäre hier möglich, Läufer D7 entblößt natürlich den Bauern B7. Insofern wäre es hier möglich, Turm B1 zu spielen. Sich dann auf B7 durchzufressen. Und das ist auch ein Abspiel, das ganz angenehm für den Weißen ist. Das führt dann in der Regel in den Endspiel. Turm B8, Springer B8 gilt Dame B1 hier als der beste Zug. Und dieses Endspiel, obwohl der schwarzen Bauern mehr hat, gilt als schwierig für den Schwarzen. Denn der Weiße hat schon eine schöne Initiative. Dem Weißen gehört hier der Damenflügel. Es wird relativ bald Läufer B5 kommen. Der Kollege wird über A5 und über C5 auf den Damenflügel einsteigen. Der Mehrbauer, der ist ein Kind des Todes und Schwarz hat hier Schwierigkeiten. Das kann man so spielen als Weißer. Rustam Kasimchanow hat einen prinzipiell anderen Plan. Einen sehr instruktiven Plan, wie ich finde. Das ist, glaube ich, hier jetzt die Achtung Ausbildungsstelle. Spielt hier Springer B3. Springer B3 stabilisiert den Bauern D4. Der ist jetzt zweimal gedeckt, dreimal gedeckt sogar, zweimal angegriffen. Und das macht den Springer F3 mobil. Der kann jetzt ziehen. Und dass der ziehen kann, ist von ganz entscheidender Bedeutung für den Weißen. Turm C8 zieht jetzt nach E1. Und jetzt ist wegen des Springers B3 der Punkt D4 gedeckt. Darum ging Springer E1. Und das räumt zwei ganz wichtigen Figuren die Bahn. Einmal dem Läufer, der schon gegen den Punkt F7 drückt. Dieser Druck gegen F7 wäre natürlich umso besser, wenn die F-Linie geöffnet ist. Aber auch das ist mit dem Zugspringer E1 vorbereitet. Denn Weiß plant F4, F5, FE, dann ist die F-Linie offen. Druck gegen F7. Und wer weiß, wie die Partie endet, weiß ja auch schon, dass F7 hier das kritische Feld ist. Ne? Nur da muss man erstmal rankommen. Und das hat halt der Rustam hier sehr schön vorbereitet mit Springer B3. Er ist D4 stabilisieren. Damit macht er seinen Springer F3 flexibel. Der kann jetzt ziehen. Und jetzt geht Läufer H5 und F4, F5 und der weiße Angriff rollt. Ja, und Schwarz muss sehen, dass er schnell zu Gegenspiel kommt, wenn er nicht überrollt werden will. Springer B4, Läufer H5. Jetzt kommt, was jetzt kommt, ist leicht verständlich. Das ist jetzt alles vorbereitet. Weiß ist jetzt aufgestellt, F4, F5 zu spielen. Und Schwarz stellt schon mal provisorisch seinen Turm nach G7 um eben diesen kritischen Punkt. Er weiß, jetzt kommt gleich F5, den kritischen Punkt F5 schon mal gedeckt zu halten. Rustam spielt das in aller Ruhe, schmeißt erstmal die schwarze Dame raus, die sich auf A4 nicht so richtig wohlfühlt, denn ja, an der Partie teilnehmen geht anders als auf A4 rumstehen. Trotzdem ist die Stellung hier noch nicht klar besser für Weiß. Also das Schwarze sollte eigentlich zusammenhalten. Der entscheidende Punkt. Springer C6 und jetzt hat er Gegenspiel gefunden, er drückt gegen den Punkt D4.
Was dann auch gleich den Fehler, der jetzt kommt, verständlich macht. Denn jetzt hat er auf D4 rausgenommen, nur verliert das leider. Aber wenn Schwarz hier E schlecht F gespielt hätte, das sieht zwar furchtbar hässlich aus, ne? Diesen Bauerninseln, diesen beiden isolierten Doppelbauern, aber das hält erstmal alles zusammen. Das wäre noch okay gewesen, auch wenn es so hässlich ist. Hält erstmal. Aber Schwarz setzt halt thematisch weiter fort. Er hat sich jetzt hier gegen den D4-Bauern aufgestellt und um den ging es ja die ganze Zeit. Insofern ist das so aus menschlicher Sicht verständlich, dass er jetzt auf D4 rausnimmt. Wo geht das nach Dame H6 den Bach runter? Jetzt droht. F schlecht E6. Und der Bauer F7 ist gefesselt. F schlecht E6 droht ganz schrecklich. Ne? FE, Läufer E6, also wenn Schwarz, sagen wir, Schwarz macht nichts. Dann kommt FE, Läufer E6. Und Weiß nimmt den raus und aus die Maus. Ja, hier ist guter Rat teuer in der Stellung. Jetzt kann man zum Beispiel EF5, was eben noch gegangen wäre, kann man jetzt nicht mehr gut spielen, auch wieder wegen dieser Festung. Jetzt kommt E6 und die schwarze Stellung bricht zusammen. Die Maschine findet es hier sogar noch am besten, Material zurückzugeben oder Material zu geben, den Turm zu opfern. Daran sieht man, wie schlecht die schwarze Stellung schon ist. Der Linus Johansson hatte sich das spektakuläre Turmgeschlecht G2 zurechtgelegt, ne, mit sozusagen Gegenangriff. Auch G2 rausnehmen ist nicht so gut, und Turm D1 Schach und so weiter, und am Ende hängt die Dame. Es ist halt dieser Abzug mit dem Turmschlecht G2 verbunden. Nur das hatte Rustam Kasimchanow bestimmt vorausgesehen, dass das eben nicht funktioniert, weil jetzt Weiß, das kennen wir schon, auf F7 rausnimmt und Schwarz hat nichts mehr. König schlecht F7 wird dann, das haben wir schon gesehen, wird dann matt. Und darum gab der Johansson an dieser Stelle auf und Baden-Baden führte. Das hat die Baden-Badener aber nicht gerettet. Die haben tatsächlich gegen Bayern München verloren. Das wäre für Hockenheim, die auch verlustpunktfrei dastanden, wie die Baden-Badener, die Chance gewesen, die Tabellenführung zu übernehmen. Aber da gab es noch eine zweite Sensation. Hockenheim hat auch gegen Berlin verloren. Und jetzt stehen Hockenheim und Bayern mit jeweils 20 Punkten, 20 zu 2, an der Tabellenspitze, verfolgt von Deizisau mit 19 zu 3. Diese drei sind jetzt im Meisterschaftsrennen und ja, wer heute nicht Bundesliga guckt, ist selbst schuld. Heute sind die beiden großen Matches. Baden-Baden spielt gegen beide Verfolger, erst gegen Deizisau und dann gegen Hockenheim. Und das sind die beiden Matches, in denen man sich wahrscheinlich klärt, wer deutscher Meister wird. Und die sind heute. Dummerweise spielt heute auch der Vincent Keimer sein Match gegen den Prack. Ja, der wird nebenbei seinen Deizisauern die Daumen drücken, die dann ohne Vincent Keimer um den deutschen Meistertitel kämpfen. Es ist heute wieder volles Schachprogramm am heutigen Samstag. Ich würde dringend empfehlen, zumindest ein Auge auf die Bundesliga zu haben. Denn da sitzen A Weltstars und B ist es super spannend. Dank Bayern München, die Sensation gegen Baden-Baden geschafft haben. Ja, wir bleiben in Sachen Vincent und in Sachen Bundesliga natürlich am Ball und melden uns bald wieder. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.